So, da sind wir wieder. Willkommen zur 158. Folge Let's Showplay Minecraft. Ich habe euch ja leider ein paar Tage auf dem Trockenen sitzen lassen. Lag wie gesagt einfach am realen Leben und ich habe zwischendurch einfach nur immer ein bisschen Zeit gefunden, weiterzubauen. Hier so Kleinigkeiten habe ich gemacht. Hier ein bisschen am Holzfällerturm weitergebaut. Der hat jetzt hier so einen Kragen für die obere Etage. Muss ich mal gucken, ob ich den nicht auch noch hier vorne weitersetze. Müssen wir mal gucken. Ja, ihr seht, da oben sind jetzt schon Fenster drin. Hier haben wir eine Tür. Schild ist auch schon dran, nur noch nicht beschriftet. Dann haben wir also hier Betten drin, ne? Schönes Wandgemälde. Darunter schläft es sich doch besonders gut. Na, ne? Heldentaten des Ehemanns hier verewigt. Kürbislaterne, die obligatorische. Und hier im oberen Stockwerk erstmal noch nicht viel. Da müsste da eigentlich noch, ja, hier, ich denke mal so die Arbeitsecke hin. Nee, das heißt, hier geht es noch mit Leitern. Habe ich Leitern dabei? Nein. Mit Leitern dann noch eine Etage höher aufs Dach, denn der Mann gönnt sich doch eine Terrasse. So. Die dann noch oben drauf kommt, denn es soll ja schließlich auch noch ein Turm sein hier für die Überwachung und Verteidigung. Deswegen zack, so kommt der dahin. Und was können wir da machen? Zack, da setzen wir uns mal einen Block Erde hin und darüber zack, kommt dann der Zaun. Dann muss ich hier das Stück Erde wieder wegnehmen, damit ich hier durchkomme, ohne mir den Schädel anzudetschen. Ja, so, zack, wupp, hier dann hoch. Das passt, glaube ich, mal schon soweit ganz gut. Ihr seht, Fenster habe ich hier jetzt nicht aus Glas eingebaut, sondern einfach nur aus Zäunen, das hier so vergittert. Und ja, was haben wir noch hier unten? Hier hat sich noch was getan. Ihr seht, hier haben wir jetzt eine schöne Sitzecke. Hier überdacht, schön. Auch noch das Vordach hier, das Zelt mit Zäunen stabilisiert oder als Gestänge so drumrum gemacht. Drin, gut, hier gibt es jetzt ein bisschen mehr Glas. Und ja, hier ist ein bisschen Deko dazu gekommen. Aber die Sitzecke kennt ihr ja schon vom letzten Mal. Ja, ich habe inzwischen auch noch weitergebaut am Kloster von Oidong. Kann man vielleicht hier aus der. Ja, da sieht man so ein ganz kleines bisschen was. Will ich euch allerdings jetzt noch nicht zeigen. Das kommt dann später. Ihr seht, ich habe mir da auch mal Leitern rangeklatscht, weil ich von da oben doch öfter mal runtergeplumpst bin. Ja, was wollen wir sonst noch heute machen? Ich glaube, wir beschäftigen uns einfach mal ein bisschen mit dem Minecart-Bahnhof, der ja hier unten am Bergwerk hin soll. Das ist, glaube ich, erstmal jetzt eine schöne Sache. Denn es ist ja geplant, dass hier eben die Förderung mit Minecarts stattfindet, die also dann hier nicht durch Redstone-Booster angetrieben werden in den Berg hinein, sondern ganz normal, traditionell mit Kohle betrieben werden. Und da soll halt hierhin der Minecart-Bahnhof, sage ich mal, wo dann eben auch die Kohlenwäsche, wo die Wagen dann entladen werden und wo dann die Kohlenwäsche einsetzt, wo die Erze gewaschen werden, damit also der ganze Staub und so weiter da rauskommt. So, haben wir Schienen haben wir nicht dabei. So, ich hole mir erstmal Schienen, dann kann ich mir das hier angucken, wie ich das hier auslegen will. Denn zack, da haben wir Schienenleitern, brauchen wir jetzt nicht mehr.
Denn damit das funktioniert, müssen die Minecarts nämlich wenden können. Ich muss also hier Kehrschleifen einbauen. Und ich mal, wenn ich hier reingehe mit der Minecart-Strecke, ja, die kann ja hier an der rechten Seite langlaufen. Jetzt verschwende ich hier zwar gnadenlos Schienen, aber ups, das soll's sein. So kommt sie hier raus. Und die andere, genau, die muss sowieso hier an der Wand langlaufen. Die kommt dann hier raus. Und ja, lassen wir einen frei. Geht hier rauf und dann haben wir sie hier auf der Ebene. Und so, das war jetzt mit den Weichen. Muss ich mal gucken, wie das war. Glaube, das war so. Habe ich hier eine Redstone? Nö. Können wir uns schnell einen Dings machen. Ja. Dass wir das hier einfach mal testen können, wie das als Weiche. Ja, so rum. Das heißt, ich brauche hier also auch nochmal so ein. Ne, eigentlich brauche ich so ein Teil nicht. Zack, 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 zack. So. Das heißt, ich habe hier. Normale Kehrschleifen kann ich doch, glaube ich, auch so bauen. Das wäre die eine Schleife, dass es hier runterkommt, zack, und da lang wieder reinfährt. Und genau, nehmen wir mal den hier Cobblestone. Deuten damit hier so eine Art Bahnsteig an. Dann kann nämlich die andere Strecke. Zack, du musst mal kurz weg. Die andere Strecke kann. Aber die könnte eigentlich gleich gar nicht erst hier lang laufen, sondern zack, 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 die legen wir woanders. Die müsste nämlich hier hoch. So, ich kann auch hier Schönstein hinsetzen. Als Boden, beziehungsweise er wird ja später vielleicht sogar einfach noch. Schönstein haben wir nicht dabei. Müssen wir auch gucken, wo wir noch welchen haben. Oh, hier haben wir Gräber, hier haben wir noch Schönstein, sehr schön. So. So, und dann geht das eben hier hoch. Und genau hier lang habe ich die Schleife. Zack. Ja, ist jetzt natürlich irgendwie ein bisschen schräg hier. Vor allen Dingen hier lang braucht mir das eigentlich zu viel. Doch nicht hier hin. So, 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 so. So, kann man das nämlich doch noch so machen. Denn der eigentliche Eingang sollte ja schon frei bleiben für die Minenarbeiter, die da rein und raus müssen. So, dann können wir hier lang. Hier lang, hier lang. Nee, da weiß er dann nicht, wo er hin muss. Zack, zack.
das geht, das geht. Na, dann kommt er nämlich hier, ist hoch, fährt rund, geht hier ran und dann schwupp, zack, zack, zack. Jo. Das sieht soweit gut aus. Hier habe ich dann sogar noch Platz, um mit einer Powertrail einen Stopper zu machen. Einmal so lang, einmal so lang. Es wird aber erstmal wieder dunkel, deswegen werde ich mich hier verziehen. Erstmal und mich aufs Ohr hauen. Mach auch kurz ein Päuschen, um mich um meine Nase und meine Stimme zu kümmern. So, genau wie die Sonne bin auch ich wieder da und wir werden uns einfach mal zwei Minecarts basteln. Habe ich überhaupt Eisen dabei? Nö, da müssten wir hier aber welches in der Truhe haben. Ja, ich habe zwar hier genug Minecarts in der Truhe, aber egal. So, zwei Minecarts. Dann brauchen wir noch eine Kiste. Die müssten wir doch auch irgendwo hier noch rumzufliegen haben. Genau. Und einen Ofen. Zack, 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 zack. So. In das eine Minecart kommt jetzt der Ofen. Das wird die Lok. In das andere Minecart kommt die Kiste. Das ist also der Wagen, wo ich den Krempel reinpacke. Dann sollten wir noch ein bisschen Kohle mitnehmen. So, und zack, zack, zack. So, dann werden wir hier unten. Ups, wird das von den Gleisen hier reichen? Nee, da mache ich mir erstmal hier mit Erde eine kleine Plattform, dass ich also hier, ups, auch eine Kehrschleife bauen kann, denn ich will ja erstmal, dass das Minecart wieder zurückkommt. Na. So, 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 so. Der Platz müsste eigentlich reichen. Zack, 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 zack. So. Das haben wir, genau. Und dann setzen wir unsere beiden Minecarts mal auf die Strecke. Erst das mit der Kiste, dann das mit dem Ofen. Und dann stellen wir uns hinter das mit dem Ofen, schmeißen da ein Stück Kohle rein. Und schon sollte es eigentlich losgehen. Steht der falsch rum? So lang. Wieso funktioniert die jetzt nicht mehr mit Kohle? Das finde ich nicht mehr okay. Gottes Willen, so war das doch früher noch. Gebe ich hier überhaupt Kohle raus? Okay. Machen wir das mal so. Nehmen wir die Kohle direkt in die Hand. Ach, so geht's. Okay, so rum. Ja? Und jetzt. Jawohl. Schiebt also hier unsere Lok, unser Minecart. Na? Kommt er da nicht weiter? Wieso nicht? Komm schon, schieb ab hier. So. Schiebt er das also hier rum, rödelt ein bisschen auf der Weiche. Zack, den Berg kommt da auch hoch. Na, das hat aber früher besser funktioniert, muss ich sagen. Oder es liegt daran, dass es ein Minecart mit einer Kiste ist. Aber wieso der hier immer stecken bleibt? Kann dann sein, dass der vielleicht mit der scharfen Ecke Probleme hat. So. So, komm hier, Junge, schieb ab. Ja, oben da. Zack, 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 zack. Zack, dann schieb das hoch. Wunderbar. Und
Also bis auf die Ecke da funktioniert es ja ganz gut. Dass der da mal angeschoben werden muss. Ja, ich bin ja schon weg hier. Jetzt ist auf einmal die Lok vorne. Aber egal, die kommt jetzt hoffentlich mal alleine rum. Ja. Und schiebt dann so. Das Minecart hier hoch. Okay. Na, das ist hier noch nicht so ganz richtig. Warte mal, wie schaltet man das Ding wieder ab? Sollen wir mal gucken. Okay, was man auf jeden Fall hier. Hat er wieder den Wagen vergessen? Okay. So, was man auf jeden Fall hier machen kann, ist erstmal die Schiene rausnehmen. Habe ich keine Powerrail dabei. So, da haben wir sie doch. So, die müsste jetzt nämlich hier als zuverlässige Bremse funktionieren. No? So, komm schon hier, schieb ab. Schieb. Funktioniert irgendwie nicht so. Das Minecart bleibt nicht da stehen, wo es stehen bleiben soll. Schade. Ich fürchte, dann müssen wir das Ganze doch mit Redstone machen. Wobei, ja, leider wohl die. Zack, 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 zack. Okay, komm hier. So, dann holen wir uns mal ein paar Power Rails. Ne, das heißt, Power Rails haben wir ja, aber Dingelsen. Haben wir hier Redstone drin. Wunderbar. Machen wir uns erstmal noch ein paar Stöcke. Was mache ich denn hier? So, machen wir uns ein paar Redstone-Torches. Damit wir halt entlang der Strecke, auch wenn sie erstmal nur kurz ist, Feuer geben können. No, zum Beispiel hier kommt eine Reihe rein. Zack, damit wird das Ding auf jeden Fall beschleunigt. Setzen wir hier noch eine rein. Damit er mir hier sauber durchgeht. Und jo, hier setzen wir noch eine rein. Zack, und gleich parallel befeuert. Zack, da. Und dann schauen wir mal, was passiert. Das sieht doch so aus, wie ich das haben will. Warum nicht gleich so? Na? Ja, na, und dann haben wir es doch hier. Wunderbar. Gut, dann weiß ich, dass ich das auf der anderen Seite genauso machen muss. Das heißt, da stoppt das Minecart hier. Und damit haben wir schon alle Powered Rails verbaut. Da brauchen wir also Nachschub. No, und wenn ich jetzt hier, zack, mir den Hebel hier dahin packe, wie ich nachher die Powerrail mit Strom versorge, ist ja egal. Zack und Schub.
und dann schwurbelt er sich da so durch. Zack. Und jetzt segelt er hier also fleißig im Kreis rum. Ja, das ist doch eine Sache. Jo. Zack, lassen wir den dann erstmal hier oben stehen. Pop. Das sieht soweit gut aus. Und dann kann ich mich hier daran machen. Ja, die Strecke hier werde ich dann auch noch zum Laufen kriegen. Kann ich mich also hier daran machen, den Bahnsteig hier zu bauen und mir die Kohlenwäsche hier dann noch hinzusetzen. Ja, passenderweise wird es auch gerade Abend. Ein wunderbarer Zeitpunkt, um Schluss zu machen. Jedenfalls für heute. Ich werde zusehen, dass ich jetzt die nächsten Tage auch wieder ein paar Videos auf Vorrat aufnehmen kann. Zum Beispiel eben so eine Sachen wie gute Zeilen, schlechte Zeilen, dass auch noch was zu Trackmania 2 nochmal kommt. Da wartet ihr sicherlich auch schon lange drauf. Und ja, natürlich wird es auch hier mit Minecraft weitergehen. Bis dahin, bleibt mir gewogen, bleibt mir treu und ja, adieu mit Ö.